willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Hier zusammen mit der Easy Cheesy. Und ja, ich würde sagen, let's go. Oh, warte, ist schon morgens? Oh, verdammt, habe ich verschlafen. Ah, nee, warte, die Easy schläft bestimmt schon länger als ich. Ich wollte heute mit der Easy zusammen einkaufen gehen. Wir haben das schon die ganze Zeit abgesprochen. Ich habe mein Geld gespart. Ich habe mir Outfits schon rausgesucht im Internet, wo ich sage, da würde ich gerne Sachen verkaufen. Und ich guck mal, ob die schon wach ist hier drüben. Oh, die Tür ist auf. Easy? Easy, hallo? Easy? Okay, die schläft wahrscheinlich noch. Hey, 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 die alte Schlafmütze. Warte mal, hier oben ist aber keine. Hä? Easy? Ist sie draußen? Ist sie in dem Bett? Da ist auch keine. Hä? Warte, ist sie nicht zu Hause? Ist sie schon los? Hatten wir... Nee, ich erinnere mich ganz genau. Wir hatten gesagt, ich komme morgens vorbei und wir treffen uns und dann gehen wir zusammen in die Stadt. Die ist doch nie im Leben, ist sie schon beim Klamottenladen. Ich meine... Hallo, Frau Postbote. Hallo, jemand hier? Wissen Sie zufälligerweise... Mrs. Cheesy. Ich glaube, die ist nicht da. Cheesy. Oh, hallo, wer sind Sie denn? Ich bin die Nachbarin, Ronja, hi. Ah, wissen mich. Sie, ob die Easy... Ich bin die Postbotin. Ob die Easy gestern da war oder war die heute... Irgendwie haben Sie die schon mal gesehen? Ich hör nicht so schlecht, ich habe ein Paket auf dem Kopf. Okay, warte, ich gehe näher ran. Weißt du, wo genau, Easy komm rein ist? Einfach. Weißt du, wo Easy so, ist? Mrs. Cheesy, ja. Mrs. Cheesy. Die ist bestimmt wieder ein Eis essen, ich kenne sie doch. Ah, die sind Eis... Oh mein Gott, ja, klar. Okay, oh, ich habe noch Pakete auszuliefern. Ja. Alles Spaß klar, noch. Ciao. Okay. Rein hier. Okay, ja, das klingt nach Easy. Auf jeden Fall klingt das nach Easy. Die ist bestimmt Eis essen. Oh Gott, was ist denn hier los? Okay, da wird gerade jemand verhaftet. Die ist garantiert, sitzt sie im Eisladen und leckt gerade genüsslich ihr Schokoeis oder was auch immer sie da hat. Und ich renne hier rum wie eine Blöde und denke, sie ist vermisst. Ah! Oh Gott. Alles in Ordnung? Die Meerjungfrau und ich soll ein Paket abliefern. Okay. Die Meerjungfrau, da ist hallo. Auf jeden Fall jemand mit Commitment bei seinem Job dabei. Die Postbotin. Also auch mit dem Paket. Ah, ja. Da kommt, jetzt da sieht die doch auch nichts. Genau, okay. Drei Wuscheln. Ciao. Seit wann haben wir hier mehr? Ich glaube, da wohnen gar keine Meerjungfrauen drin. Ich glaube, das bildet sie sich ein. Okay. Jedenfalls ist hier der Eiscreme-Laden. Da ist bestimmt die Easy drin. Easy? Oh, warte. Da schläft jemand. Das ist bestimmt. Easy, aufwachen. Hallo? Warte, das ist nicht Easy. Warte, das ist die Eisverkäuferin. Warum schläft die? Hey! Hallo? Aufwachen! Hi! Kunden! Hallo! Und willkommen im Eisladen! Hi! Eis haben? Nein, ich will wir kein Minze, Eis... Bubblegum, Birthday Cake, ja, Vanilla, ja, okay, dann einmal Birthday Cake, das bitte. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Erdbeer. Das habe ich aufgegessen. Das ist okay, ich mag eh kein Erdbeereis. Dann willst du Vanille? Nee, Birthday Cake. Birthday Cake, oh ja, das verdammt. Hier, bitte. Das haben sie schon angeleckt. Was? Das haben sie schon angeleckt. Da, sie war es schon wieder! Sie leckt es an! Okay, dann nehme ich jetzt hier Neues, ja? Okay. Jetzt schnell! Schnell! Ja. Okay, ich nehme es, komm, es ist noch einmal angeschleckt. Das schmeckt. Dankeschön! Ja, also, was kann ich noch für dich tun? Genau, ich suche meine Freundin, die Easy, die ist hier öfter, also... meine Stammkundin, ja, wegen der bin ich hier reich geworden. Kann ich dir nicht helfen, die war heute nicht da, komischerweise. Die war heute nicht da? Ja, normalerweise kommt die gleich morgens um 5 hier, wenn ich öffne, aber nö. Nee? Gar nicht gesehen? Nee, total merkwürdig, ich werde noch arm. Okay, ja, nee, weil ich suche die und die ist nicht zu Hause, deswegen... Ja, dann geh doch mal rüber zur Polizei und frag danach, vielleicht haben die sie ja gesehen. Oh ja, das ist okay. Weißt du, was ist eine gute Idee? Wird sie ja vermisst. Vielleicht wird sie vermisst. Wieder meine Stammkundin. Ich werde den Laden schließen müssen, wenn sie weg ist. Alles klar, ich gebe mir Mühe. Gut, dann danke für den Tipp. Tschüssi. Gerne, ciao. Okay. Polizei ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, wenn niemand sie gesehen hat. Weder die Eisverkäuferin noch die Postbotin. Dann, ich sag dann, ist es irgendwas, also irgendwas ist faul. Die wird, keine Ahnung, vielleicht hat die sich verlaufen oder so. Eigentlich passiert mir das eher und nicht ihr, aber keine Ahnung, kann ja sein. Oder sie wurde entführt. Oh mein Gott, was ist, wenn sie entführt wurde? Oh nein, okay. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich die Polizei anschalte. Obwohl, darf man das? Ich glaube, Vermisstenanzeigen sind erst nach 24 Stunden oder sowas, habe ich mal gehört. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, man kann auf jeden Fall schon mal vorbeigehen. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Arbeitet hier? Ah, da hinten. Guten Tag, hallo. Hallo. Was kann ich für dich tun? Meine Freundin ist vermisst. Ich habe überall rumgeguckt, wo sie normalerweise... Vermisst? Ja. Seit wann? Seit heute Morgen. Also, es ist noch nicht so lange her, ein paar Stunden. Seit heute Morgen, okay. Wie ist ihr Name? Easy Cheesy.
Easy Cheesy, die wird vermisst. Die wird vermisst. Also die habe ich jetzt. Oh nein, ich habe den YouTube-Kanal abonniert. Sie ist die Beste. Ja, genau. Die meine ich. Oh nein. Okay, erzähl mir mehr. Okay, also ich war heute Morgen eigentlich verabredet mit ihr. Ihre Haustür war nicht abgeschlossen. Das war schon ein bisschen komisch. Normalerweise schließt sie immer ab. Und dann bin ich, also keine Ahnung, die Postbotin meinte, sie ist vielleicht im Eisladen. Dann bin ich da vorbeigegangen. Keiner hat sie gesehen. Heute Morgen war die nicht beim Eisessen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Ich fange gleich an zu weinen. Okay. Was soll ich denn da tun? Also muss ich jetzt 24 Stunden warten, bis ich eine Vermisstenanzeige aufgeben kann? Nein, die Anzeige ist schon längst aufgegeben. Bitte einmal unterschreiben. Wir müssen uns jetzt um den Helikopter kümmern. Ich würde jetzt direkt mal einsteigen. Ja, im Helikopter. Und dann werden wir mal gucken, ob wir sie irgendwo finden in der Stadt hier. Okay. Du bleibst da unten. Ja, ich liege hier alleine mit dem Helikopter, genau. Und du kannst, wenn du möchtest, mit dem Auto losfahren und zu suchen. Warte, mit dem Polizeiwagen? Genau. Einfach, ja, nimm dir ruhig ein Polizeiauto, kein Problem, ich flieg jetzt hier los. Okay, dann mache ich das, schätze ich mal. Bin nicht ganz sicher, ob das so legal ist, dass ich den fahren darf, aber okay. So, sind hier Leute, kann ich irgendjemanden befragen? Nein, heute ist Sonntag, da ist natürlich keiner in der Schule. Klasse. Kindergarten ist auch keiner, wäre es aber auch komisch, wenn die Easy da wäre. Ich guck mal beim Klamottenladen vorbei. Ist hier jemand? Easy, bist du hier vielleicht? Hi? Okay, hier hinten? Nein, okay. Hätte ja sein können. Ich wüsste halt nicht, wo sie ist. Ich hätte halt keine Ahnung, wo sie steckt. Okay, warte mal. Ich fahre jetzt hier noch einmal rum. Ansonsten Flughafen. Vielleicht. Wo soll die denn hingeflogen sein? Ist sie im Restaurant? Nee, da sitzt auch keiner drin. Die Stadt ist auch wie ausgestorben. Hier ist einfach keiner. Ich kann hier niemanden auch mal fragen. Ich meine, eigentlich ist sie relativ bekannt in der Stadt, weil sie halt oft, keine Ahnung, zum Eisladen geht, sich mit den Bewohnern unterhält, aber. Die sind weder Leute, noch ist Easy da. Vielleicht sind alle verschwunden. Oh Gott. Warum? Was ist, wenn ich die letzte Überlebende bin? Okay, nee, Gott sei Dank, hier sind Leute. Okay, die scheint aber irgendwie anders beschäftigt zu sein. Er hat gerade das Haus von der anderen hochgejagt. Okay. Puh, ja, ich guck mal bei ihr drin. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist sie irgendwo eingeschlafen an einem ungewöhnlichen Ort. Hinter der Statue. Oh, vielleicht in dem Gartenhäuschen. Hier? Nee, hier ist keiner. Hier hinten? Nee, hier ist eigentlich. Hier geht's nur raus. Hä? Okay. Dann neuer Plan. Ich leg mich jetzt hin. Ich mache ein Nickerchen. Es ist auch schon ein langer Tag gewesen. Ich habe viele Leute befragt. Die Polizei ist wahrscheinlich am Suchen. Ich bin mir sicher, die hängen überall schon Plakate aus in der Stadt. Die Frau wirkte sehr ambitioniert. Okay. Und. Ich weiß auch nicht, dann regelt sich das schon. Ich meine, spätestens morgen wird sie ja wieder da sein. Also, ich wüsste halt nicht, wo sie hin ist. Okay, gut, dann lege ich mich mal hoch und... Hä? Was ist das für ein Geräusch? Hä? Warte mal. Da schläft jemand. Ist das jemand eingebrochen in meinem Haus? In der Garage? Ja. Easy! Das ist lecker. Easy, aufwachen! Was? Ich schlaf nicht. Ich hab zu viel gegessen. Wie, du hast zu viel gegessen? Eisladen ausgeraubt. Wieso liegst du... Erstmal, warum hast du den Eisladen ausgeraubt? Wie spät ist es? Wir haben es schon 4 Uhr nachmittags. Wieso liegst du in meiner Garage und schläfst? 4 Uhr nachmittags? Ich hab dich den ganzen Tag gesucht. Ja, ich weiß, dass wir shoppen gehen wollten. Oh, es ist schon Nacht. Oh, ich geh schlafen. Oh Gott, es ist jetzt wirklich schon Abend. Was ballert der denn hier? Ja, ich weiß auch nicht, ist gefährliche Nachbarschaft hier. Aber... Oh Gott. Wieso versteckst du dich in meinem Haus? Komm schnell in mein Haus, bevor die uns erschießen. Oh ja, gute Idee. Warte, ich schließe ab. Ich hab mich nicht versteckt. Ich hab das Eis aus dem Eisladen geklaut und dann habe ich mich in deinem Haus versteckt, damit ich die Polizei nicht finde. Aber Eis ist doch nicht teuer. Das kostet vielleicht 1-2 Euro. Warum hast du das denn geklaut? Ja, weil ich hungrig war. Willst du noch ein Eis? Warte, ich gebe dir noch ein Eis. Oh ja, ich nehme gerne Eis. Ich habe nämlich nur diese eine Sorte und die mag ich gar nicht so gerne. Gib mir deine. Okay, hier, bitteschön. Oh, lecker. Das weckt, als hätte das schon mal jemand angeleckt. Ja, die Verkäuferin, da hat irgendwie, also... Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ja, die leckt irgendwie immer das Eis drauf. Aber das ist nicht schlimm. Okay, wollen wir dann einfach morgen einkaufen gehen? Ha, Ronja, ich stehe gerade unter der Dusche. Würdest du bitte rausgehen? Mir war nicht klar, dass du direkt unter die Dusche hüpfen wirst. Ich hab gedacht, du bringst dein Duschen ins Bad wie normale Leute. Nein? Ich hab fertig geduscht. Okay, darf ich wieder rein? Hi? Okay, hi. Nein, oh, easy, wir sind so auf Klo! Ja, wir können shoppen gehen, dann gehen wir morgen. Okay, dann gehen wir morgen. Okay, ich bin aber auch müde. Okay. Ja, es ist auch schon spät. Es war ein langer Tag. Übrigens, die Polizei sucht nach dir. Vielleicht sollte man da nochmal Bescheid geben. Oh, dann schlafe ich lieber in deinem Haus, damit die mich nicht erwischen.
Ah, also die suchen nach dir, weil du vermisst bist. Die hat sich große Sorgen gemacht. Ach so, die wollen mich gar nicht verhaften. Niemand will dich verhaften. Wieso will mich denn niemand verhaften? Weil du eine Kugel Eis geklaut hast. Die denken wahrscheinlich, das wurde dir kostenlos gegeben. Ja, okay. Den ganzen Tag versteckt, weil du gedacht, du bist verhaftet. Ja, ich dachte, die suchen alle nach mir. Niemand sucht, ich suche nach dir, ja, aber ich will dich nie verhaften. Ach, du hast den ganzen Tag nach mir gesucht? Ja. Oh. Ja, ja, siehst du mal. Leid. Jetzt hast du mich gefunden, das ist doch cool. Klasse, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, Izzy. Gute Nacht. So, das war's mit dieser Folge. Roblox Brookhaven. Izzy wird vermisst, beziehungsweise hat sich versteckt, weil sie wurde vermisst. Gott sei Dank habe ich dich jetzt wieder gefunden. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Kanal und schaut unbedingt bei Izzy vorbei, denn da kommen auch coole Videos. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!